Huh? Du gehörst nicht zu uns. Thank you.
Völkerkrieg bezeichnet. Unser Volk hat diesen Namen Generationen mit Stolz getragen. Aber vergiss nicht, du bist das ist alles, was die ein Objekt, das sie besitzen, verkaufen und kontrollieren können. Von den Konquistadores über die Yankees zu den Sowjets. Die Kolonialherren haben unsere Insel ausgebeutet und manipuliert. Sie haben unsere Bodenschätze geraubt und unser Volk versklavt. Und nun darf das Wunder in Besitz. Unser Venedo. Regieren Sie das Juwel erneut. Aber das ist mal. Sondern Konsumenten, die nicht nur zahlen, sondern uns betteln zu Füßen liegen. Das schwöre ich bei meiner Ehre. Als euer Beschützer, euer Wächter, euer Löwe. Provinz Vencejo fährst. Ist das ein Problem? Pass gut auf dich auf. Die Soldaten da sind besser ausgebildet und ausgerüstet. Such dir eine Anhöhe und kundschafte den Feind erstmal aus. Wird gemacht, Clara. Keine Überraschungen. Eine Guerillera wird nur einmal überrascht, Dani. Suerte. Du musst laufen, Guapo. Son la noche, lo
Schließt euch unserer tapferen Armee an, um unser Paradies zu Lebensweisheit von unserem tapferen Präsidenten. Ein wahrer Jarada zu sein heißt zu lieben. Das eigene Land, die eigenen Kinder, den Präsidenten. Clara Garcia trägt keine Liebe im Herzen. Guerilleros sind Hasserfüll gewesen. Diese Tiere verspüren keine Liebe, denn ihr Hass macht sie blind. Und ihre Blindheit verwehrte sie, jedes Paradies zu erblicken. Meine wahren Jarada, wir müssen gegen die Libertad zusammenstehen. Unsere Vision von Lara war nie klarer als jetzt.
Anton Castillo. Das Paradies hat seinen Preis. Du damit rum. Du. Musst du was kompensieren? Das Problem? Das Problem ist, dass ich nicht glaube, dass Ihr Cousin im Meldebüro arbeitet und Ihnen gesagt hat, diese Papiere wären ausreichend. Aber es ist die Wahrheit. Rabinga! Granada. Dein Krokodil gefällt mir noch. Hey, Leute wie ihr brauchen...
Antonio, das ist ein großes Krokodil. Scheiße, endlich wird mein großer Traum. Danny, ich habe große Pläne für dich. Aber zuerst musst du mir was besorgen. Und ich höre dich schon fragen, Juan, was soll ich dir besorgen? Du musst nur wissen, dass du es nicht essen, ansprechen oder in die Hose stecken solltest. Aber Juan, höre ich dich fragen, wo ist... So leicht wie Zigarrenrauchen am Sonntag. Hi. Na? Hola. Ich höre echt Gespenster. Sorry, das brauche ich. Mach es nur bitte nicht. Ja? Ich habe schon genug davon in Esperanza gesehen. Sichere Kontrollpunkte. Zerstöre Werbetafeln und sieh zu, wie Libertad sich aus der Asche erhebt.
Tokio, nicht jetzt! Juan, der Kontrollpunkt ist gesichert. Ein großartiges Gefühl, oder? So füllt man sein Karma-Konto. Mach weiter so, Danny. Wahre Musik für wahre Yalala. Radio Verdad. La Estación de Música de la Nación. Radio Verdad. Juan, ich habe den Turm gefunden. Weiter so, Danny. Finde den Guerilla-Pfad und folge ihm zu meiner Kontaktperson. Okay, ich bin unterwegs. Du bist am richtigen Ort, Danny. Ich heiße Raisa. Ich werde dir helfen, was Schönes von Castillo zu klauen. Wirst du mir auch verraten, was ich klaue? Abgereichertes Uran. Pardon, ich dachte, ich hätte Uran gehört. Ganz recht. Das Problem ist, dass ich meinen letzten Kontakt beim Militär verloren habe. Bist du Ex-Militär? Waren wir das nicht alle? Okay. Sag mir einfach, wo es ist. Zuerst nimmst du diesen Fallschirm. Glaub mir, er kann dir das Leben retten. Jetzt bringe ich dich zum alten spanischen Fort. Sie haben es dort eingeschlossen. Eingezogen oder freiwillig gemeldet? Eingezogen. Meine Nummer war dran, also habe ich meine Zeit abgeleistet. Und du? Freiwillig. Ich wollte immer Soldatin werden. Du weißt schon. Uniform tragen, meinem Land dienen. Aber offenbar will Castillo nur blinde Faschisten in seinen Reihen, die ihm verliebt an den Lippen hängen. Dann bist du jetzt eine Verräterin. Ja, und nicht die Einzige. Am Wachturm vor uns ist ein Soldat postiert, der uns von dort aus das Fort auskundschaften lässt. Er kann uns auch nützliche Infos geben. Und was will er dafür von uns? Erstens, nicht erschossen werden. Also steckt die Waffen weg, sonst eröffnet er das Feuer. Zweitens, eine kleine Bestechung kann diesen Doppelagenten helfen, sich an wichtige Infos zu erinnern. Alles klar. Keine Waffen. Pesos griffbereit. Da ist er. Ich hoffe, du hast ein paar Pesos dabei. Cerrada, cerrada.
Sag mir, was du weißt. Okay, sieh dir das an. Hier kannst du ein paar Waffen finden. Muchas gracias. Klar. Was auch immer du und Reißer vorhabt. Ich will nicht da sein, wenn es passiert. Jeder hat seinen Preis. Nicht jeder Soldat ist ein Fanatiker. Manche versuchen nur, ihre Familien zu ernähren. Denk daran, deine Waffen wegzustecken, bevor du dich ihnen näherst. Mit dem Telefon kannst du Gegner auskundschaften und ihre Schwachstellen finden. Ich wette, Juan hat dir schon seine das richtige Werkzeug für den Job Ansprache gehalten. Der leitende Offizier. Alvarez hat den Schlüssel zur Waffenkammer. Pass auf, er hat einen ziemlich hohen Rang. In Castillos Armee bedeutet das, er ist besser ausgebildet, schneller am Abzug und kann ordentlich einstecken. Dieses Fort ist die am besten geschützte Basis auf der Insel. Die Soldaten sind mit Schutzwesten und Helmen ausgestattet. Nichts, was panzerbrechende Munition nicht regeln könnte. Stell an der Werkbank welche her, wenn du keine hast. Und dann zieh los und hol dir das Uran, Danny. Der Fallschirm, den ich dir gegeben habe, könnte nützlich sein. Du solltest nur nicht mitten im Fort landen, okay? Scheiße!
meinst, da sind noch mehr von denen? Uran. Ich hab dein beschissenes Uran, Juan! Dann schwing deinen Arsch her zu mir! Aber das nächste Mal will ich... Juan! Juan! Was ein Scheiß!
See. Aber mich interessiert immer noch brennend, was er damit vorhat. So wie ich Juan kenne, kannst du dich um eine Wahnsinnsüberraschung gefasst machen. Wir sehen uns im Lager. Oje, Juan. Haha, das ist Improvisationstalent. Abgereichertes Uran. Die Sowjets ließen uns dieses geile Nebenprodukt der Anreicherung in den 80ern zurück. Die Yankees bauen daraus Panzerung und Munition. Verrückte Arschlöcher. Klingt gefährlich. Du wirst eine verdammte Superheldin sein. Die habe ich früher mit Leder ins Waisenhaus geschmuggelt. Pflichtlektüre, während man im Schlamm auf einen Konvoi wartet. Ein Guerriero muss Inspiration aufsaugen wie ein Schwamm. Okay, aber was zur Hölle ist das? Das ist ein Supremo. Sieht aus wie ein Raketenwerfer. Sie. Das kann sie auch. Eine Sache noch. Darf ich vorstellen? Tostador. Die passen zusammen wie Feuer und Flamme. Ich mag deine Tüfteleien, Juan. Ja, ich auch. Positiv bleiben. Am Ende werden wir gewinnen. Supremos sind wir eine heiße oder wir ein guter. Kann es sein, dass du Hunger hast? Ja, aber vor allem geht es um mehrschichtige Sachen, Danny. Geh zur Werkbank und ich zeige es dir. Komm schon, Danny, die Werkbank ist gleich hier.
Supremos sind nicht nur einfache Zerstörungswerkzeuge. Sehen wir uns diesen Supremo mal an. Die besondere Zutat, die alles möglich macht, ist Supremo-Kleber. Wähle ein Hilfsmittel, Danny. Kein Risiko. Hier gibt es keine falschen Antworten. Ausgezeichnet. Jetzt sprich mit Clara. Es wird Zeit, den Supremo mal Gassi zu führen. Womit fütterst du dieses verdammte Vieh? Jetzt rede mit Clara. Es wird Zeit, den Supremo sinnvoll einzusetzen, Guerrera. Nimm die Waffe runter. Was läuft bei dir falsche Jaranerin? Schnapp sie! Wer ist Clara Garcia? Bei Fuß, Antón Castillo.
Tut mir leid, Guapo. Keine Krokodile erlaubt. Ich sollte die Kamera da zerstören. Ich sollte den Alarm ausschalten. Keiner! Auf, da ist der Feind! Lauf mit meinen Schusslinien! Ich bin euer! Ich bin euer!
verstanden? Nicht zu sehr! Nicht wechsle Position! Confirmado! Alarm sollte ich ausschalten. Die sind weg. Da wird geschossen. Bleib bloß liegen. Bleib schön liegen.
Der Alarm muss weg. Kamera. Schon genug von euch. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Thank you.
Ich sag ihm, er soll reingehen. Ach, leck mich doch. Ich hab zugehört. Was? Das ist ein Witz, oder? Nur doch nicht. Sie abgehängt.
war hier los? Alarm. Der Sani rettet euch auch nicht. Ein Ingenieur. Vorsicht! Verstärken! Unsere Verstärkung!